Ja, zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, Freunde, wir waren ja beim letzten Mal hier und haben die römische Kampagne beendet. Wir haben Ägypten erobert als Caesar. Und genau, haben die Kampagne damit abgeschlossen. Und jetzt geht's weiter hier mit der Weltkriegskampagne. Flugzeugträgerangriff, Freunde. Alles klar, würde ich sagen, lese ich es einfach mal vor. Der verheerende Angriff auf Pearl Harbor bereitete den Vereinigten Staaten Probleme, ihre militärische Präsenz im Pazifik wieder aufleben zu lassen. Amerika stand den kampfgestellten japanischen Streitkräften gegenüber, deren Angriffe bis dahin nahezu ungesühnt geblieben waren. Aber schon bald würde der schlafende Riese hellwach sein. Die Vereinigten Staaten, gemeinsam mit England, Australien und Neuseeland, beginnen eine unermüdliche Kampagne, um die Japaner in ihr heimatliches Inselreich zurückzudrängen. Sie führen die alliierten Streitkräfte von der Schlacht bei Midway bis hin an die brutalen Ufer von Iwo Jima. Ach du Kacke, Freunde, das hört sich echt schwierig an. Das hört sich echt schwer an, muss ich sagen. Gut, Freunde, wir sind also auf Seiten der Vereinigten Staaten und gehen gegen Japan. Okay, da würde ich sagen, bin ich mal gespannt. Gucken wir doch einfach mal. Der Nachrichtendienst hat einen japanischen Funkspruch über eine bevorstehende Invasion abgefangen. Der Funkspruch ist ziemlich vage gehalten und viele meiner Offiziere sind der Ansicht, dass er sich auf eine Invasion auf den Aleuten bezieht. Ich selbst glaube eher, dass dortige Aktivitäten nichts weiter als eine Finte sind. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass die Japaner versuchen wollen, Midway einzunehmen. Yamamoto ist ein ganz gewiefter Kunde. Er weiß, dass Midway unser westlichster Außenposten im Pazifik ist. Und ohne den steht zwischen Tokio und Hawaii rein gar nichts. Den vorliegenden Berichten zufolge haben große Verbände der japanischen Kriegsmarine Japan bereits verlassen, was bedeutet, dass wir unverzüglich handeln müssen. Ich sende Sie mit allem, was wir haben, dorthin. Leider ist das nicht sonderlich viel. Es handelt sich um die Hornet, die Enterprise und ein paar Geleitschiffe. Sobald wir es geschafft haben, die Yorktown zusammenzuflicken, wird Spezialeinheit 16 zu Ihnen stoßen. Finden Sie die feindlichen Flugzeugträger. Sie sind das Rückgrat der japanischen kaiserlichen Kriegsmarine. Schlagen Sie schnell und hart zu. Ohne Luftunterstützung werden sich die Invasionspläne der Japaner in Luft auflösen. Sie sind ihnen zahlenmäßig zwar stark unterlegen, dafür haben Sie aber das Überraschungsmoment auf Ihrer Seite. Hals- und Beinbruch da draußen. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, eine Seemission. Oh weia. Ich hab Angst. Weil ich habe ja eigentlich nie wirklich, ich war nie wirklich gut in Seeschlachten. 27.05.1942, also Zweiter Weltkrieg tatsächlich, Freunde. Und ja, wir sind hier bei Midway. Verteidigen Sie Midway und vernichten Sie die japanische Angriffseinheit. Falls die feindlichen Truppen auch nur einen Fuß auf Midway setzen, ist die Schlacht verloren. Ja, super. Hals- und Beinbruch. Ja, das gilt, glaube ich, jetzt auch für mich. Naja, gucken wir mal, Freunde, wie das wird. Ich glaube, da hätten wir ein paar Probleme. Juni 1942. Das Flaggschiff Yamato der kaiserlichen japanischen Marine führt die Flotte durch raues Wetter auf Kurs, mit Kurs auf Midway. Die Yamato, ja, die kenne ich. Das ist tatsächlich ein Schlachtschiff von den Japanern gewesen. Sehr stark. 4 Uhr. Das Wetter klärt langsam auf. Es wurde Befehl gegeben, alle Flugzeuge zu starten. Ach du Scheiße. Okay. Midway Atoll. 6 Uhr. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Nee, Quatsch. Wir müssen hier also das beschützen. Okay, Freunde. Der Radar auf Midway empfängt sich nähernde Signale. Oh. Ui. Boah, das ist krass gerade. Sogar eine echte Weltkriegssirene hier. Wow. Ja, hei, 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 Freunde.
Ganz genau, Freund. Wir sind im Zeitalter von Command & Conquer. Und da kommen die Japaner. Flak-Geschütze. Das ist gut, dass wir hier Flak-Geschütze haben. Oh Mann, Freunde. Na, schafft ihr das? Flak-Geschütze? Kommt mal runter, bitte. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Oh weia. Wie machen wir das jetzt hier? Oh Scheiße. Die machen uns ja total nieder hier. Lastwagen. Ach du Scheiße. Die machen uns ja total nieder hier. Oh Gott. Das sind aber auch ein bisschen viele, muss ich sagen. Oh Mann. Da sind noch mehr. Oh Gott, Freunde, was ist denn hier los? Ich lass die einfach mal. Mayday, Mayday. Wir werden angegriffen. Radar ist ausgefallen. Schwere Verluste. Wir brauchen sofortige Unterstützung. Midway, Midway. Hören Sie mich? Over. Ich weiß nicht, ob Sie uns hören können, aber halten Sie durch. Hilfe ist schon fast bei Ihnen. Ah, okay. Kriegen wir Hilfe? Oh, nice. Okay, sehr gut. Sehr gut, Freunde. Ihr seht, wir sind im Zweiten Weltkrieg. Command & Conquer lässt grüßen. Ja. Och Gott, diese Flieger hier. Okay, hier haben wir zum Glück ein bisschen Ruhe. Das ist schon mal gut, ey. So, was ist jetzt hier? Bringen Sie die Verstärkungstruppen auf Midway an Land. Ist das hier Midway? Wo ist denn hier Midway? Ist das hier Midway? Genau, Freunde. Ja, herzlich willkommen zurück bei Empire Earth. Finde ich gut, dass wir jetzt hier zumindest ein bisschen was an Verstärkungstruppen kriegen. Boah, wartet mal, ich glaube. Boah, geil. Okay. Das sieht schon nicht schlecht aus, muss ich sagen. So, dann hier vorne die Insel noch. Bam, wunderbar. Perfekt, vielen Dank, liebe Amerikaner. Schicken Sie Flugabwehreinheiten aus, um den Flugplatz zu schützen. Um den Flugplatz zu schützen. Ja, der da, ne? Spezialeinheit 17 nähert Verdammt, sich aus okay. Es ist an der Zeit, diese feindliche Flugzeugträgereinheit zu lokalisieren und zu versenken. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Geheimdienstberichte weisen darauf hin, dass wir denen zahlenmäßig stark unterlegen sind. Wir sollten diese Flugzeugträger besser aus der Luft angreifen und es nicht auf eine Auseinandersetzung von Schiff zu Schiff ankommen lassen. Alles klar, Freunde. Das heißt, die müssen wir dann nochmal dahin bringen. Dann komm, dann bringe ich die jetzt einfach mal hier alle. Warum geht ihr nicht auf das Schiff? Ihr geht nicht auf das Schiff. Warum geht ihr nicht auf das Schiff? Da gehen sie drauf. Okay. Die Flak-Einheiten brauche ich eigentlich nur da, ne? Ah, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Lass mal zwei hier. Weil falls sie doch wieder erwarten, da angeschissen kommen. Verteidigen Sie Ihre Flugzeugträger und die darauf stationierten Flugzeuge. Falls alle Flugzeuge oder Flugzeugträger zerstört werden, ist die Schlacht verloren. Sollten Sie sich auf ein Kampfschiff gegen Schiff einlassen, versuchen Sie, die feindlichen Kreuzer zu zerstören, um Ihre Flugzeuge zu schützen. Das ist jetzt gerade echt schwierig. Ich weiß ja nicht, wie ich das machen soll, was ich hier genau machen soll. Flugzeugträger. Oh, richtig modern mittlerweile hier. Ah, aha, ich wusste es. Dann macht die alle direkt kaputt. Schieß die ab. Jawohl. Zum Glück habe ich die Flakpanzer hier hingebracht, Freunde. Marinesoldaten auch noch für Anti-Flugzeug. Das ist gut. Boah, schau ich mal das an hier. Richtig geil. Richtig geil, ja. Was muss ich jetzt hier genau machen? Finden und vernetzen sich mindestens 4 feindliche Flugzeugträger. Sie sind in der Unterzahl, also versuchen sie einen direkten Kampf gegen die feindlichen Schiffe auszuweichen. Also mit Flugzeugen. Dann kommt mal raus hier. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Jäger und einen Bomber. 2 Bomber. Okay, die Bomber, die können mal hier vorne kreisen. Der kann bitte mal ein bisschen die Karte erkunden. Also wir sollen tatsächlich nicht Schiff gegen Schiff machen. Oh, eine Riesen-Map, schaut mal. Eine Riesen-Map.
Der fliegt einfach da in die Richtung. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Oh, was ist jetzt? Nichts Cutscene. Was ist das denn? Stadtdefensepfleger. 5. Juni, 12 Uhr. Aufklärungsflugzeug Strawberry 5 befindet sich 350 Meilen vor Midway. Ein Aufklärungsflieger. Ah, geil, okay. Eddie, ich glaube, ich sehe da was. Bring uns ein paar hundert Fuß tiefer. Ach du Heilige. Das sieht ganz schön krass aus. Oh, ist das viel. Oh, mein Gott. Heiliger Strohsack, das da unten muss die halbe japanische Flotte sein. Bring uns wieder über die Wolkendecke, während ich das durchgebe. Ach du Heilige. Krass. Okay. Auweia. Wir werden angegriffen. So, wir werden wieder ein... Ach du Heilige, das ist aber... Das ist aber jetzt ein bisschen... dass sie da unten ankommen, das finde ich nicht so doll. Da, bam, 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 bam. Alle platt schießen, alle kaputt schießen, alle kaputt schießen. Da. So, die haben wir abgewehrt, Freunde. Oh, diese Flakpanzer sind einfach genial. Ach du Heilige, ja, der Lastwagen, was... Ein Transportschiff, Transporter, na gut. Was ist jetzt? Okay, wir kriegen gleich eine Nachricht scheinbar. Was haben wir hier? Zerstörer haben wir hier, Freunde. Was haben wir hier? Wir haben hier ganz viele... Was ist das? Ist das ein Jäger? Unerschrocken. Was ist das denn? Okay. Unerschrocken. Ist das ein Jäger oder was? Feindlicher Flugzeugträger in Sicht. Okay. Gut, wie machen wir das denn? Ach Gott. Wartet mal. Sammelpunkt. Ah, genau, okay. Jetzt haben wir es. Ach du Heilige, okay. Da kommen sie wieder mit ihren... Null. Wie null? Einfach null. Okay. So, dann. Guckt mal hier, wo der Flugzeugträger ist. Irgendwo. Beziehungsweise einmal erkunden die Karte. Das sind ganz schön viele. Und ja, liebe Freunde, freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei Empire Earth. Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, aber weiß auch nicht. Ah, feindlicher Flugzeugträger in Sicht. Da, okay. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, aber ich habe ein neues Kanalbanner tatsächlich. Und ja, da bin ich doch sehr froh, dass mir da jemand geholfen hat, dass mein Kanalbanner dann ein bisschen cooler aussieht. Und zwar war das der Thalys, Freunde. Der Thalys, der hat sich die Mühe tatsächlich gemacht und hat meinen Kanalbanner mal überarbeitet. Finde ich cool von ihm. Weil der Kanalbanner, der war ja auch ziemlich... ja, ein bisschen, was soll ich sagen, ein bisschen rudimentär aufgesetzt. Von daher, ja, alles cool. Und wie gesagt, Freunde, vielen Dank an Thalys. Schaut mal bei ihm vorbei. Grüße auch an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du den Kanalbanner bereitgestellt hast. Und ja, freut mich echt. Feindlicher Flugzeugträger in Sicht. Hier oben, na gut. Muss auf jeden Fall erstmal die Karte erkunden. Und wie gesagt, Freunde, schaut mal bei ihm vorbei. Es lohnt sich wirklich. So. Alles klar. Ja, da muss ich jetzt halt irgendwie gucken, dass wir... Wo sind denn jetzt hier diese feindlichen Flugzeugträger? Ist gerade ein bisschen schwierig. Aber gut, wir haben ein Autosave und deswegen können wir ja eigentlich jetzt mal hier
bisschen die Karte weiter erkunden. Ich weiß, wir verteilen uns gerade ziemlich, aber... die kreisen wieder hier rum. Ja, ja, macht ihr das mal. Da ist was Rotes. Ach du Scheiße. Okay, das sind mir zu viele. Das sind aber deutlich zu viele. Ach du Scheiße. Feindlicher Flugzeugträger in Sicht. Boah, die machen uns platt hier. Bomber, kommt mal lieber wieder in den Flughafen rein. So, ja, ja, das wusste ich. Das wusste ich. Nein, nicht auf die Bomber. Jetzt lass doch die Bomben... Ach, verdammt. Die ziehen aber auch viel ab, ey. Das ist ja wohl jetzt nicht wahr. Die ziehen aber auch was ab. Ja toll, das war's dann mit meinen Bombern, ne? Das heißt, wir müssen tatsächlich jetzt mit den Schiffen hier arbeiten. Oh Gott. Oh Mann, Freunde. So. Ja, ihr seht's, ne? Eine riesen Map. Und, naja. Die Flugzeuge, die können eigentlich mal wieder in die Flugzeugträger rein hier. Flugzeugträger in Sicht da unten. Okay. Du bist in der Nähe. Mal gucken, ob wir hier drankommen. Mit dem Schiff. Ach du Scheiße, nein. Nein, 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 nein. Der hat eine Patrouille dabei. Okay, hehe. Vergesst es. Vergesst es. Ja, aber zu dritt schaffen wir das doch. Wir haben einen Zerstörer. Und das ist auch ein Zerstörer. Genauso viel wie... Okay, ach, da oben wieder. Ach, du Heilige. Okay. So, wo ist jetzt hier der Zerstörer von den Japanern? Da. Hallo, helft ihr mal? So, und den mal ein bisschen hier... Ach du Scheiße, den mal ein bisschen... Alter... Ach du Scheiße. Oh Gott, Freunde, was ist das denn hier für eine Mission? Feindlicher Flugzeugträger in sich. Da, okay. Oh Mann, haben sie einen von mir gekriegt, tatsächlich. So, ich muss mal alle meine Schiffe wieder zusammenholen hier. Mach mal Team 1. So. Und, ja, sehr interessante Mission, finde ich. Im Zweiten Weltkrieg. Quasi. Ja, Schlacht von Midway, ne? Seeschlacht. Finde ich cool gemacht. Erinnert mich gerade ein bisschen an, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber an das Spiel Navy Field. Ach du Scheiße! Boah, hat der viel Scheiß da. Ach du Heilige, ey. Erinnert mich ein bisschen gerade an Navy Field. Das war ein richtig geiles Game aus dem Jahr 2010 oder so. Und ja, da muss man auch so Seeschlachten machen. Das war eigentlich ziemlich krass. Okay, da kommen sie wieder, die Flieger. Ach Mann, bitte keine Luftkämpfe hier. Oh verdammt. Kommt ihr bitte wieder zurück auf die Flugzeugträger. Oh Gott, zieht euch alle zurück hier. Los. Oh Gott. Was ist denn das? Ja, wir werden hier platt gemacht von denen, ne? Schaut euch das mal an. Die Japaner sind irgendwie stärker, habe ich das Gefühl. Ja, die sind stärker. Guckt euch das an hier. Oh Mann. Wo ist jetzt der Flugzeugträger? So, ihr macht die platt jetzt, los. Jawoll, sehr gut. Und geht bitte zurück in den Flugzeugträger. Ich will euch erstmal behalten. Nicht immer wieder raus. Abbrechen. So. Abbrechen. So, der Flugzeugträger ist hier oben. Alles klar. Aber wartet mal, können die nicht auch auf Schiffe gehen? Diese Flieger, das würde ich gerne mal wissen. Was macht ihr denn? Ihr könnt tatsächlich ins Wasser. Ach, wie geil. Okay. Wir werden angegriffen.
Ja, ist mir jetzt erstmal egal, Freunde. Ich muss erstmal gucken, wo die ganzen Einheiten hier sind. Ach, du Heilige! Ja gut, aber das geht ja noch. Das geht ja noch. Die Sounds, ey. So. Was ist denn das? Sagt mal. Ja, die sind gleich leer, ne? Leer getankt hier. Okay. Da oben. Ha, da oben. Okay. Ja, gut. Also wir müssen also im Prinzip finden und vernichten sie mindestens 4 feindliche Flugzeugträger. Oh Mann, das kann ja was. Das kann ja heiter werden. Ich habe so das Gefühl, die wollen uns auch ein bisschen ablenken hier. Hä? Die wollen uns ein bisschen ablenken. Da! Da sind sie! Da ist der Flugzeugträger. So, macht erstmal das da kaputt, was da auf euch schießt. So, und am besten das Ding mal ein bisschen locken. Genau. So, und macht ihn kaputt. Sehr schön, alles klar. Dann dem Flugzeugträger hinterher. Los. Wunderbar hier. Ach du Heilige! Die Flak. Oh nein, die Flak. Oh Gott. Boah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Stellt euch mal da auf, ey. Da ist er. Da ist er, der Flugzeugträger hier unten. Hier unten. So, dann könnt ihr mal bitte hier hingehen. Genau. Wo ist der blöde Flugzeugträger? Wir können auch gar nichts bauen, ne? Wir können auch gar nichts bauen. Wir haben auch nicht die nötigen Ressourcen dafür. Oh Mann. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die uns hier ein bisschen verarschen wollen. Kann das vielleicht sein? Oh Mann. Ja, immerhin sind die Flugzeuge wieder aufgeladen. Das ist schon mal gut, ey. Aber wo ist der jetzt? Wo ist jetzt dieser blöde Flugzeugträger von denen? Verdammte Hacke. Verdammte Hacke, Freunde. Das ist ja echt langsam ein... Da schon wieder. Okay. Yo. Genau, macht ihr mal. Feindlicher Flugzeugträger in sich. Da. Da. Okay. Am besten nicht stehen. Okay. Zieh schön das Schiff. Ach du Scheiße. Eine Dreadnought. What? Okay, hier. Boah, der zieht aber ganz schön viel ab, du, muss ich sagen. So, den hier, verfolgen. Ihr beiden, kommt hier runter. Den hier verfolgen, Freunde. Verfolgen. Ja, das bringt nichts, darauf zu schießen. Einfach verfolgen. So, dann... Genau, die Flugzeugträger, die sind halt sehr langsam. Aber einfach hier dranbleiben. So. Das heißt, die umkreisen uns hier, ne? Das ist natürlich mal mega krass. Ja, aha, okay. Da, alles klar. Einfach hinterherfahren. Einfach hinterherfahren. Ah, das ist cool. Das ist gerade... Ah, da! Ah, der ist schon abgeschwächt hier. Der ist schon abgeschwächt, das ist gut. Das ist egal, die Landeinheiten. Jetzt bleib doch mal stehen, du blödes Ding. Japanischer Flugzeugträger. Warum gehen die nicht kaputt? Doch jetzt, okay. Wie weit willst du doch wegfahren? Oh mein Gott, Freunde. Wie weit will der noch wegfahren? Na, ich sehe noch seine Spur hier. Na, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Na toll. Ach, da! Da ist er. So. Ach du Kacke. Okay. Okay.
Dann ihr macht mal bitte hier. So, kommt Flugzeuge, kommt mal raus. Könnt ihr auf Landeinheiten schießen. Ihr könnt tatsächlich auf Land... Ach du Heilige! Okay, okay. Okay, okay. Verdammt nicht. Gut, dann macht die halt kaputt hier los. Oh Gott. Okay, dann hier. Das ist krass gerade. Na toll, die Flugzeugträger sind jetzt aber wieder... Oh, sehr gut. Ach du Scheiße. Okay. Boah, dafür macht ihr aber ganz schön Schaden, muss ich sagen. Okay. Dann macht ihr bitte abbrechen. Genau, aber die Flugzeugträger sind jetzt leider weg. Leider weg. Okay. Kommt ihr mal zurück? Jetzt kommt doch mal zurück. Das heißt, ihr müsst jetzt einfach denen hinterherfahren. Ach Gott, Freunde. Okay, nicht schlimm. Die kommen aber wieder zurück. Das ist saugut. Alles klar, Freunde. Würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Ja, erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und wenn ihr Bock habt, ein bisschen zu quatschen, kommt gerne auf meinen Discord-Server. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.